Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Finanzsprecher der FPÖ, Hermann Brückel. Geschätzte Frau Minister, sehr geehrter Bundesminister, Klassenkampf ist wieder angesagt, Frau Kollegin. Klassenkampf ist wieder angesagt, dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Ich glaube, ich könnte es an jedem Sitzungstag wieder und wieder erwähnen, wir stehen nicht für Klassenkampf und für Umverteilung zur Verfügung. Das ist ganz einfach. Leistungsträger zu belohnen, das ist Politik, wie ÖVP und FPÖ sie haben wollen und wie sie auch gemacht wird. Zur Thematik der Schuldenbremse. Als Finanzsprecher jetzt der FPÖ und auch als Oberösterreicher freut es mich auch, hier sagen zu können, dass wir in Oberösterreich seit dem Herbst 2017 das sogenannte Stabilitätssicherungsgesetz haben. Ein nichts anderes als in der Landesgesetzgebung vereinbarte Schuldenbremse, die dafür steht, dass man Spielraum für neue Reformen schafft, Spielraum für Investitionen schafft, dass die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden kann. Und sie ist kein Selbstzweck, diese Schuldenbremse, sondern sie bietet Möglichkeiten der Finanzierung im Bereich des Wohnbaus, der Bildung, der Digitalisierung, der Sicherheit. Und das ist gut so, dass wir das haben. Und jetzt frage ich Sie, liebe Sozialdemokraten, wer regiert in Oberösterreich? Wer ist dazu in der Lage? Das ist eine Regierung aus ÖVP und Freiheitlicher Partei. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum im Regierungsprogramm festgehalten wurde, zwischen Volkspartei und zwischen Freiheitlichen Partei hier auch auf Bundesebene diese Schuldenbremse zu installieren. Ich weiß, es tut euch weh, es tut euch von Herzen weh, dass ihr abgewählt wurdet. Ich hab's heute schon gesagt. Aber eines steht auch fest, die Zusammenarbeit zwischen der Volkspartei und der Freiheitlichen Partei funktioniert sehr gut. Sie werden hier keinen Keil hineintreiben, das wird euch nicht gelingen, beim besten Willen nicht. Und zu den NEOS noch. Kollege Schellnhorn, Kollege Strolz, Klubobmann Strolz, weil ja, das Thema ist richtig, wie wir wissen, das stellen wir nicht in Abrede, aber was ich nicht verstehe, sind die Angriffe auf die Bundesregierung hier zu dieser dringlichen Anfrage, die Angriffe auf den Herrn Bundesminister. Der hat heute ein Budget vorgelegt, bitte, das die Trendumkehr in diesem Land herbeiführt. Es ist das Budget, und wir haben es heute schon oft genug gehört, es ist ein zukunftsweisendes Budget. Seit 64 Jahren endlich im Jahr 2019 Überschüsse zu produzieren. Seit 64 Jahren. Und das ist der richtige Weg, meine Herren von den NEOS und meine Damen. Und daher sind diese Angriffe völlig substanzlos. Sie gehen ins Leere. Sie gehen völlig ins Leere. Wenn Sie diese Rede, Kollege Schellnhorn, vor einem Jahr gehalten hätten, hier an dieser Stelle, ja, dann hätten wir das nachvollziehen können, dann wäre das logisch gewesen. Aber heute ist es das nicht mehr, weil ein Budget vorliegt, das hier den richtigen Weg einfach auch geht und der vorgegeben wird. Wir machen das gut. Diese Bundesregierung macht das gut. Und wir haben heute ein rot-weiß-rotes Budget präsentiert bekommen. Der Klubobmann Kollege Wöginger, hat gemeint, lieber Klubobmann Strolz hat gemeint, die Einlage, die Rede war kabarettistisch. Ich habe sie eher als schauspielerisch empfunden, aber dafür sind sie bekannt, das machen sie auch sehr gut. Dafür schätzen wir ja sie auch in diesem Haus. Möchte aber doch hinzufügen, es ist ein Antrag, eine dringliche Anfrage, wie diese hier, ist nichts anderes als wiederum ein Schnellschuss. Es braucht Vorarbeiten dazu. Das Gleiche gilt ja für die kalte Progression. Wir haben vor knapp oder gut einem Monat über die kalte Progression diskutiert. Ja, ist gut, aber auch die steht im Regierungsprogramm und ist vereinbart. Wir prüfen das. Voraussetzungen müssen aber dafür geschaffen werden. Das ist so. Und es sind nichts anderes als Schnellschüsse. Und in diesem Zusammenhang Schnellschüsse, ja, die gab es im Wilden Westen und sollte es eine Neuverfilmung geben. Ich empfehle Ihnen, dass Sie sich für die Hauptrolle bewerben in diesem im Film. Sein Name ist Nobody. Vielen Dank. Die FPÖ stehen nicht für Klassenkampf zur Verfügung, entgegnet Hermann Brückel von der FPÖ seiner Vorrednerin Gabriele Heinisch-Hossek.